Aus dem Breisgau in den Ruhrpott. Der VfL Bochum 1848 verpflichtet Marco Terrazino vom SC Freiburg. Der 23-jährige Deutsch-Italiener hat seinen bis 2015 datierten Vertrag bei den Freiburgern aufgelöst und wechselt ablösefrei an die Kastropper Straße. Hier erhält der Offensivspieler einen Kontrakt, der bis zum 30.06.2016 datiert ist. Marco Terrazino hat in seiner sportlichen Vita neben 27 Bundesliga-Einsätzen und 36 Spielen in der zweiten Bundesliga, in denen ihm insgesamt 5 Tore gelangen, auch 15 Länderspiele für deutsche Nationalmannschaften in den Bereichen U18 bis U20 vorzuweisen. Der gebürtige Mannheimer wurde bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet, für die er mit 17 Jahren in der Bundesliga debütierte. Über die Station Karlsruhe SC gelangte er zum SC Freiburg. Mit den Breisgauern qualifizierte er sich in der Saison 2012-2013 für die Europa League. Im Jahr 2009 gewann er die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester des Jahrgangs deutscher U18-Spieler. VfL-Cheftrainer Peter Neururer freut sich über den Neuzugang. Marco passt von seiner Vielseitigkeit her perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, erfolgshungrig, schnell und technisch stark. Marco hat in Hoffenheim eine sehr gute fußballerische Grundausbildung genossen, hat bereits mit 17 Jahren in der Bundesliga gespielt und ist seinerzeit nicht umsonst zum besten deutschen Nachwuchsspieler seines Jahrgangs gekürt worden.